Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video zu meinem Gold-Tagebuch. Und zwar wollen wir uns anschauen, was wir in der letzten Zeit so an Gold insgesamt gemacht haben. Und dahingehend wollen wir ein bisschen die Postkästen bei meinen Twinks durchstöbern. Da müsste einiges an Gold zurückkommen, denn ich habe jetzt das letzte Gold-Update oder Tagebuch vor 4 Wochen gemacht. Normalerweise mache ich das im 2-Wochen-Rhythmus. Blöderweise genau in der Zeit, wo ich es dann machen wollte, vor 2 Wochen, ging mein Mikrofon ein paar Tage nicht. Dann habe ich es irgendwie aufgeschoben und jetzt machen wir halt einfach einen kompletten 4-Wochen-Rhythmus, also fast einen kompletten Monat haben wir jetzt drin. Wir gucken mal rein, was ich so die letzte Zeit gemacht habe, beziehungsweise wo wir stehen geblieben sind. Wir waren vor 4 Wochen stehen geblieben bei overall 56 Millionen Gold und ein paar zerhackten, also 56.513.000, also doch einiges, waren jetzt langsam auf den Weg zu den 60 Millionen. Und damals hatten wir dann noch angefangen, auf 2 weiteren Servern so ein bisschen Kleinzeug noch zu machen und da werden wir uns nachher auch nochmal was anschauen. Denn ich habe sowohl einen Char auf Lothar als auch einen Char auf Equin jetzt auf Max-Level gespielt und dementsprechend auch schon mal so ein bisschen angefangen, ein paar Berufssachen zu machen. Hauptsächlich gucken wir uns jetzt erstmal an, was ich hier auf Antonidas gebastelt habe. Und zwar habe ich eine Geschichte mit meinem Main hier geändert. Ich habe nämlich die Items, die ich am Verkaufen bin, das sind hauptsächlich 168er Leder, Kette und Platte-Items, jetzt ein bisschen günstiger ins Auktionshaus reingestellt. Ich hatte da vorne ein Minimum-Verkaufscap von 2500 Gold. Ich habe das runtergestellt, weil die Mats auch wesentlich günstiger geworden sind. Bin jetzt runter auf 1000 gegangen und siehe da, ich verkaufe natürlich wesentlich mehr. Ne? Habe zwar jetzt eine kleinere Gewinnspanne, habe aber dementsprechend auch wesentlich mehr Verkäufe. Das ist natürlich jetzt immer nur ein kleiner Teil tatsächlich dieser Items, aber innerhalb der letzten Wochen haben wir doch knapp 350 Items verkauft. Wir wollen uns jetzt nochmal kurz angucken, wo ich stehen geblieben bin. Das waren ja die 56 Millionen. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet, was ich im Moment habe. Das sind knappe 50 Millionen. Heißt, wir haben 6,5 Millionen ausgegeben für Investitionen. Nicht nur, ich habe auch für Transmog bestimmt 200.000-300.000 Gold in der Zeit ausgegeben, wenn nicht sogar mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kaufe mir ab und an, wenn ich meine, etwas ist ein bisschen günstig, dann kaufe ich mir das ein oder andere Transmog quasi für meine Sammlung. Also, es sind aber lauter Kleinkrimszeug gewesen, hier mal 50k, da mal 60k, dass ich das nicht aufgeschrieben habe. Dementsprechend, ich schätze mal so 200.000-300.000 vielleicht. Also, auf jeden Fall unter einer halben Million habe ich für Kleinkrimszeug ausgegeben. Aber es kommt ja immer auch ein bisschen was durch Questen rein. Ich denke mal, das hält sich so halbwegs die Waage. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, was wir jetzt einmal hier rausgezogen haben. Jetzt habe ich schon 100k hier miese, denn ich habe gerade einiges nachgecraftet. Ich habe mein komplettes Repertoire an Legendaries einmal nachgecraftet, als auch einmal die 168er Items einmal komplett alle nachgecraftet, dass ich jetzt hier frisch in den neuen Zyklus reingehe, ohne Altlasten quasi zu haben, ne? Dass wir da alles nochmal im Auktionshaus haben. Selbiges habe ich übrigens auch auf den Servern Lothar und Equin jetzt angefangen, und zwar diese 168er Items. Da muss man ja nur seinen Beruf einmal auf Max leveln. Und dann kann man eigentlich schon mit Venari loslegen, denn die Venari-Ruffraktion wurde ja ein bisschen geändert. Man kann jetzt bei ihr, auch wenn man keinen Ruf mit dem Char hat, dementsprechend dieses Handwerksmal 2 Rezept kaufen, solange man das mit irgendeinem anderen Char auf dem Account hat. Und das ist das Schöne. Ich habe natürlich mit dem Main die Venari-Fraktion auf Ehrfürchtig und dementsprechend konnte ich mir jetzt mit den Twinks auch kaufen, habe die auf Max-Level gezogen und dann bin ich halt losgetigert zu Venari. Hab mir vorher die Berufe natürlich noch auf Max gezogen und dann das Rezept gelernt. Übrigens, ihr müsst, wenn ihr das Rezept einsetzt, ich habe den Fehler mit einem Char gemacht, solltet ihr beide Berufe erlernt haben. Ich habe den dummen Fehler gemacht. Ich habe nur, ich glaube, Lederer gelernt, bin zu Venari, habe mir die 250 Stygia, was es kostet, hart mit dem Twink spielt. Um dann festzustellen, dass ich Schmiedekunst noch nicht gelernt hatte. Und dann musste ich mir nochmal 250 Stygia spielen mit einem Twink, der hat kein Gear, da ist es im Schlund schon nervig, ne? Diese Stygia sich zu holen. Und dann musste ich das 2-mal machen. Also, wenn ihr das auch bei Venari holen wollt, schaut, dass ihr am besten 2 Craft-Berufe holt, die, wo ihr beides das brauchen könnt. Und um es dementsprechend nicht so zu verkacken wie ich quasi. So, ihr seht schon,
die Tage wären hier ein bisschen niedriger. Das sind nämlich die Resttage, wie lange die Post noch drin wäre. Und ich musste jetzt echt die Sachen hier alle rausholen, denn sonst verschwindet quasi meine Post aus dem Postkasten. Hier seht ihr, wenn wir runterscrollen, sind es am Ende nur noch 3 Tage, wäre es noch drin gewesen. Oder wahrscheinlich sogar die ersten noch 2 Tage. Und dann wäre mir die Post verschwunden. Deswegen habe ich es heute noch aufgenommen, obwohl es schon relativ spät Abend ist und ich doch ein bisschen ermüdet bin. Heißt, wenn ich ein bisschen Käse rede, dann wisst ihr, an was es liegt. So, wir nehmen jetzt hier das noch alles restlos raus. Waren jetzt, wie gesagt, 350 Mails. Ihr seht hier die Anfangsmails. Die sind alle noch bei 2500 Gold. Da hatte ich das Cap noch ein bisschen höher gehabt. Und die letzteren, die waren ja dann dementsprechend alle bei 1000 runter. Da habe ich zwar am Anfang mehr Gewinn gemacht, aber ich habe kaum Sachen mehr verkauft. Deswegen bin ich einfach mit dem Preis ein bisschen runtergegangen. So, wir haben jetzt hier rausgezogen 569.000. Wie gesagt, 100.000 waren es im Minus. Heißt, wir haben jetzt hier 669.000 rausgezogen. Was nicht schlecht ist, nur für die 169er Items. Dann switchen wir mal rüber auf meinen Twink auf dem zweiten Account, und zwar verkaufe ich mit dem hier die Legendary Items, und auch hier haben wir einiges drin, und da wird auch wahrscheinlich das Gold drin sein, was ein bisschen mehr ins Gewicht schlägt, denn hier haben wir die Items drin, wo ich dementsprechend Legendaries verkaufe für zwischen 5.000, 6.000 bis teilweise 30.000, 40.000 nach oben, und da ist natürlich der große Goldbetrag. Wir haben hier insgesamt Verkäufe von insgesamt 459, und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal alles auf. Ich vermute und hoffe auch, dass wir dadurch ans Goldcap auf jeden Fall kommen und dass wir nachher wahrscheinlich auch ein bisschen Gold umschichten müssen. Wir gehen jetzt mal einmal ganz nach unten. Und ihr seht, da sind auch zwischendrin auch manchmal ein paar verzauberte Elytium-Barren, so rum. Ich wollte schon Elementium-Barren sagen, aber nein, es ist eine Elytium-Barren. Ich habe mit dem Char auch VZ und wandle da teilweise auch ein bisschen was um. Heißt, ich wandle da das Elytium mit dem Staub um in den verzauberte Elytium-Barren. Teilweise sind relativ wenig im Auktionshaus. Und dann ist es noch zusätzlich so, dass die dann relativ teuer sind. Da kann man noch nebenbei so ein bisschen ein Geschäft machen. Ich mache das zu unregelmäßig, muss ich ehrlich gestehen. Ich könnte da wesentlich mehr rausziehen. Aber ja, so ein bisschen immer, wenn ich sehe und merke, okay, da kann man noch ein bisschen Kohle machen, dann versuche ich da noch das eine oder andere mitzunehmen. Ihr merkt schon, bei den älteren Verkäufen ist es durchschnittlicher mehr Gold. Im Moment geht der Markt leider so ein bisschen vor die Hunde. Es wird leider immer so ein bisschen weniger Gold, was man rausziehen kann. Und dementsprechend, ja, muss ich da auch gucken, ne? Deswegen war der Zeitraum, dass der jetzt länger ist, gar nicht so verkehrt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich eh nicht sonderlich viel Gold bekommen durch das Ganze. Ich hoffe, mit 9.1 geht das mit den Legendaries natürlich wieder ein bisschen nach oben, weil man dann natürlich auch mehr oder neue Ranks freischalten kann, und dann wird der Markt wahrscheinlich wieder quasi bei Null beginnen. So, wir sind einmal am Gold Cap, haben immer noch 271 Items drin, haben jetzt schon rausgezogen 3,3 Millionen. Ich würde sagen, wir schichten jetzt schon mal einmal um auf meinen Main, und zwar kann ich dem ja rüberschicken 3,3, würde ich sagen. Ganz ans Cap will ich immer nicht gehen. Wenn man immer ganz ans Cap geht, ist immer ein bisschen nervig, weil man nichts mehr aufheben kann. Also schieben wir schon mal 3,3 Millionen auf den Täler rüber. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertippt, sonst ist es natürlich bitter. Ne, das müsste passen. 3,3 Millionen. So, Dollar. Nehmen wir einmal raus, dann ist der jetzt schon fast am Cap. Und dann schauen wir mal, was wir weiter haben. Ich hoffe, wir können das nochmal aufs Cap hochkriegen. Übrigens, bei meinem Char auf Egwin und Lothar schauen wir nachher nicht rein. Hat einfach den Hintergrund, weil ich da bei beiden Servern mit etwa 200.000 gestartet bin. Also 200.000 Gold. Ich glaube, auf Egwin hatte ich so 250.000 als Startkapital. Die habe ich halt genutzt, um einerseits die Berufe quasi erstmal zu skillen, ne? Und dann natürlich auch die ganzen Sachen herzustellen, die ganzen Materialien zu kaufen und Konsorten. Und dementsprechend war das tatsächlich zu wenig, um von allen Items einmal 10 herzustellen. Das ist meine Größe für diese blauen Items zumindest, von jedem einmal 10. Und dementsprechend habe ich jeden Tag das Gold immer sofort wieder rausgenommen und wieder neu eingestellt. Rausgenommen, wieder eingestellt. Das war am Anfang eine sehr zähe Sache, weil Lothar einmal ein leider relativ low bevölkerter Server ist.
Und dementsprechend sind da zwar die Preise relativ gut, ne? Auf Lowpop-Servern hast du meistens relativ hohe Preise, aber natürlich sind die Umsätze sehr unregelmäßig. Also es wird einfach nicht sonderlich viel gekauft, das ist immer so ein bisschen ein Problem. So, jetzt sind wir hier wieder am Goldcap. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir einmal das Gold umlagern. Und zwar muss ich jetzt mal schnell schauen, welcher Char noch Platz hat. Also der ist im Cap, der ist im Cap, der ist im Cap, der ist im Cap. Okay, ich glaube, ich muss einen neuen Char aufmachen, ne? Gut, welchem schicke ich denn das jetzt? Nehmen wir den Parler, oder? Schicken wir dem Parler noch ein bisschen was. Dann nehmen wir den Aragus und schicken dem vielleicht noch einmal das Goldcap rüber. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das nicht falsch mache. Machen wir das mal hier. Der ist nämlich auch schon Stufe 51. So, also ganz Cap, wie gesagt, ist immer ein bisschen blöd. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen was rübergeschickt. Das waren jetzt, was habe ich denn jetzt rausgezogen? Das waren jetzt 2 mal 3, 3, ne? Also 6,6 Millionen haben wir jetzt schon mal aus dem Postkasten rausgezogen. Und jetzt ist halt noch ein bisschen was drin, ne? 2 Millionen und ein bisschen was. Mal gucken, was da noch kommt. Was wir aber nachher gleich noch gucken werden, wo ich auch noch relativ gut was verkauft habe, ist auf meinen, ich nenne es mal Crap-Verkaufs-Char. Da verkaufe ich ja alles Mögliche über Transmog, über Mats und alles Mögliche. Malek Clash, danke fürs Subscriben an der Stelle übrigens. Nebenbei sind wir nämlich noch im Stream auch unterwegs. Und ja, dementsprechend werden wir dann halt auch noch reinschauen auf den Twink. Ich glaube, mit dem habe ich noch so 500 Verkäufe, ne? Also von allem Möglichen. Auch unter anderem ein paar teurere Sachen, aber viel Kleinkramszeug. Aber das summiert sich tatsächlich. So, auch hier summiert sich das auf. Das sind jetzt nämlich nochmal ein Viertel Goldcap, was hier dennoch mit reingekommen ist. Und es wurde höchste Zeit, dass ich tatsächlich hier das Zeug rausnehme. Es waren jetzt noch 2 bzw. 3 Tage, dann wäre quasi das Gold verfallen. Also so einen langen Zeitraum, glaube ich, sollte ich nicht mehr machen, weil da laufe ich relativ schnell Gefahr, dass mein Gold dann weg ist und dann verschwindet es einmal im wirbelnden Nether. So, ich habe vorher auch nochmal ein bisschen Stoff nachgecraftet. Das werden wir jetzt auch nochmal schnell einmal ins Auktionshaus schmeißen, dass wir das auch kurz weg haben. Und dann würde ich sagen, loggen wir schon mal weiter. Aber ich habe schon mal das Gefühl, wir haben gut Plus gemacht. Also da kannst du jetzt nichts sagen. Jetzt geht's aber los. Persina auch nochmal. Grüße gehen raus. Und danke fürs Subscriben. So, jetzt loggen wir erstmal auf meinen Druid nochmal um. Mein Nightfeature, wo ich das ganze Transmog und die Mats im Auktionshaus habe. Und dann würde ich sagen, während wir einloggen, schauen wir auf dem Main jetzt schon mal die neuen Zahlen an. Hier haben wir ja quasi knappes Cap, das trage ich jetzt hier schon mal ein, dass wir das haben. Also das sind 10.773.000. Das ändert sich nicht sonderlich zum Wert davor, ne? Hat einfach den Hintergrund, dass ich alles, was überschüssig oder alles, was quasi auf dem Main Platz hat, schicke ich immer auf dem Main, dass der einmal am Cap ist. Und sonst lasse ich den Rest hier. Also hier wird es dann quasi den Ausschlag geben, wie viel Gold wir wirklich plus gemacht haben. Ich hoffe, dass wir, also dass wir die 3K müssten wir auf jeden Fall knacken, ne? Also wenn wir unter den 3 Millionen plus sind, wäre schon nicht so gut. So 4, 5 wäre eine schöne Sache für einen 4-Monats-Zeitraum. Aber wir werden sehen. Wie gesagt, so overall geht leider der Legendary-Markt so ein bisschen hinten runter und ich habe natürlich auf den anderen Servern ein bisschen was ausgegeben für Investitionen. Aber wir können hier schon mal gucken. Und zwar, wenn ich jetzt hier schaue, jetzt gehen wir mal auf Account und dann gehen wir einmal runter auf Lothar. Ihr seht, ich habe auf meinem Schurken, den ich jetzt hier auf 60 gespielt habe, insgesamt jetzt 374.000 Gold. Ich habe gestartet mit 200k. Vor 3 Wochen oder so habe ich das etwa angefangen. Und habe sehr, sehr unregelmäßig alle 2 Tage oder so habe ich mal die Items eingestellt. Und hier ist es so, dass ich jetzt den Beruf auf Max habe und von jedem Item, also sowohl Lederkette als auch Platte, ein Item auch noch im Auktionshaus habe, was 168er Item Level hat. Und ich habe noch Plus gemacht, ne? Also ich habe diesen Warenwert und habe jetzt 374.000 Gold, also auch schon, da hat sich das Ganze amortisiert. Das wirft jetzt hier nicht die riesen Goldbeträge ab, aber ihr seht, so nach und nach kriegt man ein bisschen was, auch wenn ich es relativ unregelmäßig mache. Auf Egwin sieht es
ähnlich aus, wobei da tatsächlich die Preise der einzelnen Items wesentlich geringer sind. Leider, weil es halt einfach, ich weiß gar nicht, ob es ein Hype-Hop ist, aber ich glaube zumindest Medium bis, also zwischen Medium und Hype-Hop müsste Edwin etwa liegen. Genau kann ich es euch nicht sagen, aber Lothar ist auf jeden Fall ein Low-Pop-Server und zwar definitiv. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier bei meinem Anführungszeichen Crap-Char rein und zwar ist jetzt hier gerade nochmal ein bisschen was zurückgekommen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, das ist natürlich super optimal. Jetzt nehmen wir das mal alles kurz raus. Ich hoffe, dass wir jetzt hier noch reinschauen können. Ich habe vorhin extra alles ausgeleert, ne? Und ich dachte mir schon, irgendwas ist das Spanisch. Es waren nur 200-300 Items, die drin waren. Aber dann packen wir jetzt kurz die Sachen raus und hauen sie ins Auktionshaus. Ich denke mal, das ist jetzt auch nicht so wild. Ich glaube, so 500, 600 Items waren es alleine, die quasi einmal Gold waren. Und jetzt haben wir halt hier noch ein bisschen Crap, der zurückgekommen ist. Und ihr seht, das sind so die hauptsächlichen Waren, die ich im Auktionshaus habe. Das sind halt einmal, einmal hier verschiedene Rezeptrollen, alles Mögliche hier an Gear-Sachen. Ich habe ja eine sehr lange Weile auch alle möglichen alten Raids gefarmt, nicht um Gold zu machen, sondern halt selber, um mir die ganzen Transmog-Sets fertig zu kriegen und solche Geschichten. Und dementsprechend sind da sehr, sehr viele so Sachen abgefallen, ne? Und das ist jetzt, sind jetzt auch viele so Krimskrams-Zeugel dabei, aber hier seht ihr, durchschnittlicher Marktwert 2000, 30.000, hier vielleicht nur 800, da 26.000. Das sind halt viele so Medium-Items. Und ja, da versuche ich halt, die seit wirklich längerer Zeit loszuwerden. Jede Woche verkaufen sich mal 3, 4 von den Sachen, ne? Also über die Masse macht man tatsächlich ein bisschen Gold. Und natürlich über relativ viele Mats, ne? Ich habe da teilweise auch Materialien wie Fische, irgendwelches Fleisch aus alten Contents, irgendwelche Tinten, irgendwelche Erze, viel auch vom aktuellen Content. Und oder irgendwie so Zusatzmats, ne, die man jetzt hier zum Beispiel in Ulduaz bekommt. Also da ist wirklich alles möglich dabei. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Zeug da noch drin ist. Wahrscheinlich doch ein bisschen mehr, als mir lieb ist. Also ich meine, 600 Sachen sind Gold. Ich hoffe, dass wir gleich auf dem Gold, dass wir aufs Gold stoßen. Wir bohren ja nicht danach, aber quasi so, quasi so im Postkasten graben nach dem Gold und nicht nach den Items. Ich habe extra, der Stream kann es bestätigen, davor alles rausgepackt, aber anscheinend ist es genau in der Zeit ausgelaufen, wo ich auf dem Main nochmal nachgecraftet habe, dass wir das alles quasi auf einem schönen Betrag haben. Naja, jetzt stellen wir es kurz ein, dann seht ihr zumindest auch so, was ich so im Grunde drin habe. Hier, da kann ich euch auch mal Fehlinvestition kann man nicht ganz sagen, aber so einen kleinen Fehler zeigen. Diese sturmgeborenen Welblinge, die habe ich zu Ende Legion, habe ich die mal zu Massen gefarmt, weil ich davon ausgegangen bin, wenn das Addon nicht mehr aktuell ist, dann wird das Zeug keiner mehr farmen. Das war leider ein Trugschluss. Jetzt habe ich die Dinger 2 Addons später immer noch rumliegen und hau die teilweise für 45 Gold ins Auktionshaus und krieg sie nicht weg. Also auch bei mir ist es so, ich habe teilweise Sachen, wo ich mal was gekauft habe oder die habe ich jetzt nicht gekauft, aber die habe ich selber gefarmt, wo man dann einfach sagt, okay, das hat sich in der Theorie schön angehört, aber in der Praxis sind sie halt Ladenhüter und gehen halt leider einfach nicht weg, ne? Und solche Rückschläge habe ich halt leider auch. Vieles von dem anderen Zeug, wie gesagt, fällt halt so ab. Ich mache es tatsächlich so, mit allen Chars, die ich jetzt hier auf Antonidas habe, wenn ich irgendwo was bekomme und das keine aktuelle Geschichte ist, die ich vielleicht so mit dem Main verkaufen kann, dann haue ich die hier einfach auf den Twink. Und dann landet die hier mit TSM immer und immer wieder einfach im Auktionshaus, solange bis es weggeht. Wahrscheinlich sind manche Sachen auch ein bisschen zu günstig bepreist, ne? Das ist so auch der Nachteil. Manchmal kann es halt sein, dass TSM auch, warum auch immer, manche Sachen ein bisschen günstig reinhaut, weil halt der Markt gerade irgendwo ein bisschen geswappt ist und dann viele Leute Items günstig reingehauen hat, dann undercuttet es nochmal, aber zu 90% ist das halt irgendein Mist, den ich halt einfach loswerden will. Und wenn er für die Hälfte des Preises drin ist, ist auch gut, solange ich das los wird. Das ist halt einfach so ein bisschen die Masse. Wir werden halt auch mal reinschauen. Ich habe schon ein bisschen durchgeguckt, zumindest manche Auktionen. Da war auch einiges dabei, was tatsächlich halbwegs teuer weggegangen ist. Ich glaube, einen Ring habe ich für 40 oder 50k verkauft. Da habe ich mich doch ganz gut gefreut, ne? Ich glaube, das war sogar ein Item, das ich mit irgendeinem Twink im LFR bekommen habe. Und ja, durch solche Kleinigkeiten, ne, geht natürlich auch was. Oder ich habe zum Beispiel, letztens war ich in
Dazar'alor, also in der Raid-Instanz. Und da haben wir dann auch ein bisschen Transmog gefarmt gehabt. Dann ist dieser Frosch gedroppt. Und der ist halt auch mal 30.000, 40.000 wert. Das sind auch so Sachen, da bin ich jetzt nicht explizit wegen dem Frosch reingegangen, sondern, also das ist so ein Pet, ne? Sondern einfach wegen dem Transmog. Und dann fällt halt was ab. Und das ist halt immer eine ganz nette Sache. Wenn man da tatsächlich dann den langen Atem hat, wie ich das habe mit dem Verkaufschar hier, dann kann man auch ein bisschen was machen. So, wir sind es, glaube ich, sogar bis zum Gold durchgedrungen. Wir haben es ausgehalten bis an der Stelle. Gesehen, es sind doch jetzt einige Sachen. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich jetzt ein Viertel von dem Zeug, was ich im Auktionshaus habe. Die meisten Sachen habe ich davor tatsächlich schon eingestellt. Oder wir können mal gucken, was ich im Moment noch im Auktionshaus quasi an Itembestand habe. Ich schätze mal so 300, 400, vielleicht 500 Sachen maximal, schätze ich mal. Es gab Zeiten, wo ich teilweise allein an Transmog 2000 Sachen drin habe. Da bin ich aber echt froh, dass ich weg bin von, weil dann stand man schon echt lang auch vorm Auktionshaus und hat Zeug eingestellt. Also, wir haben, habe ich ganz gut geschätzt, nochmal jetzt insgesamt 500 Items drin, 496, 37 haben wir schon wieder verkauft für 9000 Gold. Und ihr seht, hier ist alles Mögliche an Mist drin. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich verkauft habe. Und ihr seht, 674 Verkäufe haben wir. Und viel ist tatsächlich auch aktuelle Mats. Ne? Ich bin mit Twinks unterwegs und habe natürlich dann mit diesen ganzen Twinks diese Soulbind-Geschichte, dass man immer so einen Extrasack bekommt. Und dementsprechend sind es halt einfach irrsinnig viele Mats. Aber Kleinvieh macht halt auch Mist. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns so die größeren Punkte an, sind einmal Verstärkungsruhen, die ziehen tatsächlich wieder an. 4 Verstärkungsruhen für über 2000 Gold ist schon mal schick. Und dann, das ist hier dieser besagte Ring, den ich verkauft habe. Ne, das ist nicht der Ring, das sind auch nochmal Verstärkungsruhen. Wo haben wir denn den Ring, der war doch hier irgendwo. Ah ja, genau. Hier habe ich einen Ring verkauft. Ich vermute, das war der, den ich aus dem LFR bekommen habe. Oder aus dem NHC, ich weiß gar nicht, war LFR und NHC, um ein bisschen Transmog zu farmen. Und da seht ihr, das andere sind alles Mats. Jetzt nehmen wir das mal alles raus und gucken mal, ob wir noch irgendwo ein teureres Transmog verkauft haben. Ob da irgendwas drin ist. Es sind halt jetzt auch viele Kleinbeträge, ne? Weil halt Leute Mats dann halt auch immer mal 20 kaufen, 10 von dem, 30 von dem. Und dann hast du halt hier ganz, ganz viele so Kleinbeträge. Aber die summieren sich tatsächlich, ne? Was haben wir denn hier? Hier haben wir nochmal 38 Runen verkauft. Da haben wir noch mehr Runen verkauft. Also Runen sind tatsächlich einer meiner größten Einnahmenquellen, einfach nur von so Passivzeug. Ne? Ich habe ja jetzt mittlerweile 5 Chars, wo ich aktiv den Missionstisch mache in Shadowlands. Und da kriege ich so viele Runen. Teilweise mache ich ein paar Tage lang die Missionen. Da sind oft Runenmissionen dabei. Und dann habe ich 30 Runen oder so zusammen. Aus 1-2 Tagen, ne, mit den Chars. Also, und dann, wenn jede Rune so 500 bis 800 Gold wert ist, dann summiert sich das tatsächlich. Seht ihr, hier haben wir wieder Runen drin. Gucken wir mal, was, ob wir da unten noch irgendwas haben, was ein bisschen mehr ist. Nee, das ist alles Kleinkrimszeug. Gucken wir mal, was wir am Ende insgesamt zusammenkriegen. Im Moment ist es schon 148.000. Wenn wir immer wieder ein bisschen runterscrollen. Hier haben wir noch was, das sind wieder Runen. Da unten war ein Pet dabei, was ein bisschen was wert war. Das sind hier ein paar Fische. Wieder Runen. Ja, die meisten Sachen sind hier. Haben wir auch ein Pet für 1000 Gold verkauft. Das ist ganz okay. Da haben wir noch ein Pet verkauft für 1900 Gold. Naja. Pets versuche ich auch mal ein bisschen loszuwerden. Vor allem die ich halt doppelt und dreifach habe, ne? Und da gibt es halt dann auch immer ein bisschen Cash quasi. Hier sind wieder Runen, ne? Da oben waren auch nochmal Runen. Also, ihr seht schon, also die kriege ich nachgeschmissen. Und ab und an mache ich halt, wie gesagt, auch LFR, um da noch ein bisschen Transmog zu bekommen. Und dann gibt es die halt auch in den Säcken drin, ne? Also, Omas tatsächlich. So, die Hälfte haben wir jetzt schon geschafft. Jetzt sind wir noch bei 200 irgendwas Items left. Hier haben wir sogar ein paar Erze verkauft. Weil manchmal, die Erze brauche ich eigentlich selber zum Craften. Ich weiß gar nicht, warum ich die zu dem Char schicke. Eigentlich könnte ich die zu meinem Schmiedechar schicken, aber naja. Ich mache es meistens so aus Bequemlichkeit, schicke ich einfach alle Mats zu dem einen Char, hau die ins Auktionshaus und dann kaufe ich mit dem anderen Char wieder raus. Zahle eigentlich eine Auktionshausgebühr, die unnötig wäre, also da könnte man tatsächlich nochmal ansetzen. Schau mal, hier habe ich sogar noch einen Ring verkauft für 23.000. Da kam noch ein bisschen was rein, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier oben. Da haben wir noch Rippchen verkauft, okay, auch für 1000 Gold. Nochmal Runen. Aber seht ihr, hier, das wäre halt jetzt dann auch bald ausgelaufen. 7 Tage,
Also, das ist dann nicht mehr so lang drin. Jetzt haben wir hier schon 300k rausgezogen. Mit dem kleinen Vieh Mistzeug. Ist aber wenig Transmog dabei gewesen. Ihr seht das. Von den 600 Items, ne, waren es jetzt eine Handvoll Transmog-Items. Die gehen halt eher selten raus. Aber wenn was verkauft wird, dann ist es halt doch relativ großer Betrag. Weil manche Items ja 50.000, 60.000 Gold wert sind. Oder mehr manchmal sogar noch. So, jetzt haben wir noch die letzten paar Sachen. Jetzt gucken wir mal, auf was wir overall gekommen sind. So, overall haben wir mit dem Crap-Zeug, das will ich noch einmal rausnehmen, haben wir 367.000 Gold erwirtschaftet. Gut, der Postkasten ist einmal komplett leer, fast. Das hier können wir noch rausnehmen, die 84 Gold ist auch mal wieder aufgeräumt. Dann loggen wir jetzt noch auf einen Char um. Und zwar, dass wir dann die richtigen Werte haben. Ich habe ja vorhin das Gold rübergeschickt zu meinem Paladin hier. Da können wir jetzt einmal einloggen. Und zwar, dass wir hier die Werte einmal richtig eintragen. Ups, jetzt habe ich hier was verkackt. So, das wollten wir nicht. Hier müssen wir noch den Wert eintragen. Und dann sehen wir schlussendlich, wie viel ich dann plus gemacht habe. Ich hoffe, es ist plus gemacht, ne? Also wir merken uns, 50 Millionen hatten wir. Ich denke mal, da wir jetzt 2 oder 3 mal 3.330.000 rausgezogen haben, müssten wir die 6 Millionen auf jeden Fall drin haben und dann wahrscheinlich nochmal ein Stück mehr, hoffe ich zumindest. Aber das sehen wir gleich, wenn wir hier eingeloggt haben. Aber ich bin guter Dinge. Ich habe nämlich auch vor, sowohl auf Lothar als auch auf Equin, was ich ja vorhin schon gemeint hat, dass ich da mir so ein bisschen die Chars hochgezogen habe, auch die Legendary-Sachen herzustellen, weil, wie gesagt, das ist halt eigentlich so der größte Bereich, wo man Gold machen kann, aber da brauche ich einen größeren Grundbetrag, ne? Also ich glaube, bis ich jetzt mal so eine halbe bis Millionen habe, dann werde ich anfangen, das erste hochzupushen. Das Problem nämlich an der Geschichte ist, man muss, um die höheren Ranks herzustellen, ja erstmal 15 mal Rang 1 herstellen für Rang 2, dann 15 mal Rang 2 für Rang 3 und so weiter, ne? Und die ersten paar Ränge, meistens Rang 1, 2 sind auf jeden Fall im Minus, Rang 3 ist oft auch noch im Minus und das Einzige, wo man Gewinn macht, ist Rang 4. Heißt, man muss eine sehr, sehr hohe Grundinvestition tätigen, dass man auf die Ränge kommt, wo man Plus macht. Und deswegen braucht man schon einen relativ hohen Goldbetrag. Also ich würd behaupten, unter einer Million wird es halt schwierig, also zumindest im Lederbereich anzufangen, vielleicht bei Platte eher, ja. Und dementsprechend warte ich dann noch, bis ich mit den blauen Items quasi ein bisschen Plus gemacht habe, um dann mit den Legendaries durchstarten zu können. So, jetzt können wir hier eigentlich einmal einen Postkasten aufstellen, da müssen wir gar keinen suchen. Und nehmen hier auch noch das Gold raus, das All the Things können wir mal zumachen. Hier haben wir uns nochmal Cap geschickt, genau. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Wir stehen jetzt hier bei 49.568.000. Und das trage ich mir hier einmal ein. 49.568.000. Und dann sind wir bei plus 3,8 Millionen. Das ist jetzt nicht überragend für die Zeit, aber es ist okay, ne? Also knappe 4 Millionen plus gemacht in der Zeit. Ja, ist okay. Dafür, dass der Legendary-Markt im Moment leider immer weiter absinkt und ich dementsprechend dann nochmal auf 2 Servern investiert habe. Gut, ich zeige euch die Endzahlen. Wir haben es jetzt quasi auch damit erreicht, den nächsten Step, quasi die 60 Millionen Gold. Und jetzt gucken wir mal, ob ich vielleicht demnächst mal wieder das ein oder andere Item mir kaufe, was ein bisschen teurer ist, also ein Transmog, wenn ein T3 oder vielleicht ein paar Sachen, die rausgepatcht sind. Gut, für das Gold-Tagebuch soll es das gewesen sein. Diesmal ein bisschen länger, weil wir noch ein paar Items quasi aus dem Postkasten entfernen mussten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe wieder in vielleicht 2 Wochen. Ich muss mal gucken, ob ich es jetzt 2-wöchig oder 4-wöchig mache. Muss ich mal schauen, je nachdem, wie viel sich jetzt auch um den PTR noch tut und um die Geschichte, was wir vielleicht auch dann noch quasi schon mal vorsparen können für Patch 9.1. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.